Ja, willkommen zurück beim Star Wars The Old Republic Let's Play. Und wir werden heute einfach mal genau da weitermachen, wo wir letztes Mal aufgehört haben, hier auf Taris ein paar Quests zu machen. Bam! Auch ein herzliches WB. Das läuft mir jetzt gerade ein bisschen zu gut, das Spiel, weil ich habe das auf den Flashbutton verschoben. Jetzt merke ich gerade sogar wieder Latenzverschiebung. Nicht eine minimale Verzögerung. So gut läuft das Spiel jetzt gerade wieder bei mir. Weil meine eine Festplatte scheint wohl irgendwie vollkommen zu sein wie Markus, also für den Arsch. Das ist fast so sehr für den Arsch, dass das Klopapier ist. Ja. Ich liebe dieses Zitat aus Hauer Michelmasse. So, erstmal Kira, geh Schrott verkaufen. Ja, ich will das. Der letzte Kampf, der Ender Spire. Ender Spire, die kennt man aus KOTOR, da ist man direkt drauf. Wo der Revan einfach mal schläft, den man ja selbst spielt. Das ist auf jeden Fall irgendwann, aber das ist gar nicht mal gespoilert. Irgendwann merkst du, hast du so die Erkenntnis, bist du Revan? Lieutenant Karlsu, ich bin der Rest von Commander Childress 5. Sonderkommando. Bitte sag, dass ihr unsere Verstärkung seid. Ich bin der Rest. Und sowieso. Ich bin die Rettung. Einen Moment. Alles klar, Leute. Und wir haben noch Unterstützung von der Basis bekommen. Das ist alles, was von unserem Forschungsteam übrig ist. Die anderen gerieten in einen Hinterhalt. Oh, eine Rode. Diese Plünderer haben geahnt, dass wir hinter was Gutem hier waren. Wir müssen sie lange genug aufhalten, damit das Forschungsteam die Daten finden und herunterladen kann. Die wird nichts heruntergeladen, eine perverse Sache. Dann demonstriere ich mal, wie ein Jedi solche Dinge handhabt. Okay, die Daten haben oberste Heute Priorität. Bin ich kratzbürstig. Hat Markus schon zu spüren gekriegt. Ich bin schlicht und ergreifend fertig, aber... Ich bin kratzbürstig, weil ich finde, die WM ist teilweise wird einfach unfair gespielt. Das regt mich voll auf. Ich weiß auch nicht, was ich mache. Kasse unfair ist gespielt. Das merkt ihr auch mal beim PvP, wenn jemand unfair spielt. Darauf reagiere ich generell allergisch. Darüber nur denke, wer ich stinke. Daran denke, überdenke. Überdenken tue ich eigentlich nichts. Aber bei der WM fangen sie jetzt an wie kleine Kinder. Sie kratzen und beißen. Ja, ihr habt es ja gesehen, der Vampir. Oh, Kira steht da ohne Lichtschwert ausgefahren. Sie denkt sich so, ha, Energiesparung, oder? Hält es aber immerhin in der Hand. Tja, kann im richtigen Moment ausgefahren werden, den Gegner zu schocken. Darth Barras damals tötete einfach das Lichtschwert unausgefahren vor seinem fetten Bauch gehalten und dann PAM! Jetzt fragt sich Markus, wer ist denn Darth Barras? Tja. Wenn du einen Sith-Krieger irgendwann mal spielst, wirst du es heraus. Vielleicht. Ja, das würde voraussetzen, dass ich eine Klasse spiele, die so ähnlich ist wie ein Du kannst ja auch den Marodeur machen, wenn du zwei Lederschwerter hast. Stimmt, das ist natürlich auch richtig. Also ich wundere, warum wir immer Lederschwerter zu Lichtschwertern sagen. Das liegt nicht daran, dass wir uns darauf beziehen. Du hast was vergessen. Ja, lass mich doch mal aussprechen. Ich muss eh zurücklaufen. Gerade gemerkt. Das bezieht darauf, dass Markus irgendwann mal versehentlich gesagt hatte, statt Jedi, Yeti und dann auch noch Lederschwert. Ja. Weil Laserschwert sagen wollte, der Unbildete sagt. Genau, das ist unerzogene, ununterrichtete Kretarwesen, was da so vor muss. Ich kann damit leben, wenn ein 10-jähriges Kind Lichtlaserschwert sagt, aber wenn man Star Wars kennt, weiß man das ganz genau, dass das nicht Laserschwert heißt. Genau, sondern Lederschwert. Ktisch, ktisch. Genau, das macht nicht wum, sondern ktisch, ktisch. Ich habe keine Geduld mit Narren. Nein! Auch ein Zitat meines Ziff. Nur das Nein habe ich nicht geremixed. Oh, ja. Musik bedeutet nichts Gutes. Er hat eine Pistole. Dö.
Vergeben, weil als ich in dein Gesicht gesprungen bin. Meine Güte. Besiege die zweite Welle. Oh mein Gott, oh nein, da kommen noch welche. Oh mein Gott. Zu Hilfe. Wir werden alle überleben. Für die Macht in deiner. Bei der Macht von Grayskull, oder was? Bei der Macht von Grayskull? Bei der Macht von Grayskull! Wo wollte der denn hin? Ich glaube, der wollte schon wieder weglaufen, kann das sein. Agro gezogen haben kannst du schlecht. Nicht beim Meisterschlag, sicherlich nicht. Ich habe ihn mit 9 oder 12 weggehauen. Ja. Er wäre nur ein bisschen später gekommen, wären das jetzt unsere verkohlten Leichen. So viel ist sicher. Leider sind wir noch nicht fertig, bis die Daten von diesem Wrack in den Händen von Commander Vicky sind. Commander Vicky. Ja. Hey, Vicky. Wir haben alle wichtigen Informationen gefunden. Wenn ihr das an den Außenposten weitergebt, halte ich die Plünderer fern, bis Verstärkung eintrifft. Ja, ich weiß nicht. Irgendwas war da auf jeden Fall. Sind wir schon fertig? Meine Güte, aber das langt. Die Lederschwerte. Du weißt schon zu Recht, warum sie dich immer nicht nennen. Mhm. So ein Statist. Ich bin jetzt Spielstatist und bin bei mir. Klontruppe, dich kann man leicht ersetzen. Ja. Weil, wie gesagt, das Let's Play wird dann in Zukunft mit jemand anderem zu Ende gespielt. Irgendjemand, als Markus kopiert, haben wir noch genug andere. Gibt es noch. Handschuhe. Yeah. Mit Wille. Ich wollte ihn auseinandernehmen, der Film ein. Ich habe ja gar keinen Plan. Tja. Ungunstig. Ging's mir letztens auch bei Markus und Mami. Was ist mit meiner Mutter? Die hat dir nichts getan. Mit Mutter. Meine Mutter hat dir nichts getut. Na, das Kommentar verkneife ich mir jetzt ehrlich. Einfach jetzt darauf zu antworten. Ich mache in der Regel keine Mutterwitze, aber bei Markus verlockt es mich in letzter Zeit irgendwie. Tja. Ich weiß auch nicht wieso. Hör auf, meine Mutter in den Mund zu nehmen. Ich mache den Spruch, hör auf, die Brüste meiner Mutter in den Mund zu nehmen. Ja, das ist ja gestern der Fall gewesen. Der mit Scheu sieht irgendwie voll bekifft gerade aus. Gerade Mehmet genannt statt Mehmet. Das kommt wegen diesem einen Kommentator. Du kennst ihn auch aus FIFA, den du immer Mehmet genannt hast? Das ist total dämlich. Ich habe zu Scholzeiten noch kein FIFA gespielt. Alter, aber Mehmet Scholl. Ich dachte, wie? Ich dachte, er heißt Mehmet. Warum will der Mehmet? Mein Motto beim Metzger: Mehmet! Mehmet, ja. Ich dachte mal, der heißt Mehmet und Mehmet. Ich brauche Mehmet! Und fragt, er kommt das immer zum Rücken, wenn er das gesehen hat und dann gerade zufällig der Kommentator Mehmet gesagt. Wenn ich schon FIFA spiele, dann wenn dann mit englischem Kommentar. Der Deutsch ist so schlimm. Das ist wieder nur. Ne, das hat damit nichts zu tun, aber der Deutsche ist wirklich schlimm. Monologisch, aber die Synchronstimme meiner Jedi-Wächterin will ich bestimmt nicht missen. Ich glaube, macht das super, wie du schon feststellen durftest. Oh mein Gott, es ist Respawn. Ich bin nicht gestuckt, ich dachte. Hätte ja durchaus passieren können. Ich rede hier gerade mit einem Druiden. Ich verbitte mir derlei Unflätigkeiten im Hintergrund. Deaktiviere dich. Ich weiß nicht, hörst du das? Ich hab's gehört. Ich schlage den Druiden gerade vor, er sollte sich doch bitte deaktivieren. Ich hüpfe hier einfach mal ein wenig sinnlos rum und gucke mal, wo ich damit irgendwo hinkomme. Vor allem zählen ja Jedi nicht unter Rubrik republikanische Feigling, ne? Ach, du bist mit Remo am dich im Unterhalten. War ich gerade. Ich habe ihn gerade vorgeschlagen, könnte ich doch mal bitte deaktivieren, das wäre am nützlichsten. Hallo Remo! Ich hatte einen Kollegen, der hieß mit Nachnamen Remo. Natürlich, man merkt ein Araber dann. Aber ich fand's immer lustig, ich hab ihn immer Remoulade genannt. Ich fand den nicht immer so witzig, der war immer total stinkig.
Weil bei ihm brauchst du nur sagen, deine Mutter, und schon wurde er sauer. Brauchst du immer sagen, irgendwas mit deiner Mutter Schlechtes verbinden? Deine Mutter ist voll die nette Frau. Halt die Klappe! Deshalb war es meine Mutter. Ich sehe, deine Mutter ist nett. Das sind medizinischen Aufzeichnungen, die ich finden konnte. Halt die Klappe! Ich bin sicher, dass ihr einige größere Gefahren überstanden habt. Aber ihr werdet niemals etwas Wichtigeres tun. Ihr habt unzählige Leben gerettet. Vielleicht sogar meins. Meine Vorfahren sind vor 300 Jahren von Paris geflohen. Und meine Familie trägt noch immer diesen Fluch. Ich danke euch. Für sie wahrscheinlich nie was Wichtigeres. Ja, weil ich dich nie wiedersehen will. Pfui. Ich muss mal Schrott. Ey, mein Inventar ist wieder voll. Ich hab doch eigentlich. Naja. Hier, nimm mal. Alter, warum soll ich nehmen? Dann kannst du wenigstens kämpfen, mein Lichtschwert. Yay. Du musst meinen Müll nehmen. Das war sich darauf bezogen. Das ist doch schön. Ich hab aber irgendwie nichts bekommen von dir. Ich hab's doch wieder abgebrochen. Ich sah es nicht ein, dir wirklich was zu schenken. Ja. Unflätig. Musst du die blöden anderen Sachen mit annehmen, ich will oder nicht? Ihre neue Schuhe. Machen wir einen Inventarkubus erhöhen, zack. Deine Mutter ist eine nette Frau. Sie backt gerne Kuchen, auch wenn es dein Vater in Wirklichkeit macht. Das könnte sogar stimmen. Wieso könnte sogar stimmen? Was mir erzählt, deine Mutter kocht ja nicht, sondern dein Vater. Das liegt aber nur daran, dass meine Mutter noch arbeitet und mein Vater schon in Rente ist. Stimmt. Deine Eltern sind so alt wie meine Großeltern fast. Und fast, obwohl mein Vater ist inzwischen auch in Rente, aber er ist wieder da. Aber mein Vater stinkt auch nach komischen Sachen. Da seid ihr ja wieder. Das ist nicht wirklich auf seinen Körper bezogen, sondern auf eher seine Persönlichkeit. Habt ihr... Sind sie... tot? Seine Persönlichkeit was ist direkt. Erwartet? Aber genug für meinen Vater. Ihnen Blumen schenken und sie nach Hause schicken würden? Einer von ihnen hat euch eine Nachricht hinterlassen, Garth. Eine Nachricht? Das war sicher Elisu. Sie standen sich nahe. Ich melde mich beim Stützpunkt und erstatte Bericht. Ich bitte um eine Versetzung. Kein Job ist das alles wert. Du redest doch nicht wie ein Solustarer, Mann. Wie ich hörte, habt ihr einen Weg gefunden, euch die Zeit zu vergolden. Was habt ihr gefunden? Extra die böse Entscheidung. War Elisu noch am Leben? Was hat dieser verlogene Feigling über mich erzählt? War noch gar keine helle Entscheidung, oder was? Nee. Ihr solltet die Opfer der Sith mir zu würdigen wissen. Das ist 300 Jahre her. Die verantwortlichen Sith sind mittlerweile genauso tot. Na schön, dann bin ich eben aufgeflogen. Ja, wenn die Rede nicht gewesen wäre, würde ich Sith haben so wir so eine Affinität gegen ich sterbe einfach mal in alter Schwäche. Urenkel bereits lange boah, tot Alter, sind. Boah, Alter, wenn du noch mal Uhr sagst, dann hole ich dir eine Kuckucksuhr. Bei dem, was ihr an den Leichen verdient habt, könnt ihr sicher etwas abgeben. Gut. Ja. Ihr bekommt Elisus Anteil. Egal. Er wird ihn nicht ich kriege Punkte. Der Commander schickt ein Team zur Bergung. Und Geld. Vielen Dank für eure Mühen. Ich krieg helle Punkte und Geld, also auch gut. Ja, dank mir. Muss nur ein Doom. Ja, dunkler Jedi ist immer so schlecht bezeichnet. Weil dunkler Jedi generell dazu tendiert, zum Sith zu werden. Die sind einfach überall. Vor allem in unserer Umgebung. Vielleicht kannst du hier auch konvertieren. Bitte nicht schon wieder dieser Schwachsinn. Dann hab ich aber nur noch Sith. Es klingt so, als wolltet ihr auf etwas Spezielles hinaus. Das mag sich vielleicht verrückt anhören, aber bei unseren Fahrstücken sind immer mehr Rakule zu finden, als in allen anderen Gebieten der Republik. Sie werden halt vom Lärm und vom Geruch des Fleisches angelockt. Von mir. Wir sind kein bisschen lauter oder fleischiger als ein Zug Soldaten. Ich vermute, sie beschützen ihre Vorfahren. Vorfahren? Hört zu. Rakule stammen von einem empfindsamen Wesen ab. Als für Vorfahren. Es ist eine Krankheit, von der wir wenig wissen. Weißt du, die erinnert mich aber an deine wenn meine Hexe Theorie damals. Stimmt, dann haben wir einen ersten Hinweis auf ihre Denkweise. Wieso?
Das könnte der erste Schritt zur Rückeroberung des Planeten sein. Weil du damals warst eine Ratataki, daran kannst du dich legen. Weil sie Körpertyp 4 ist. Den Gegner zu verstehen, ist der Schlüssel zum Sieg. Genau. Im Moment sind Rakule so etwas wie ein Albtraum. Was ist er? Wir wissen nicht, wann und wo sie angreifen. So, jetzt ist Ecuador in 3 Minuten gegen Frankreich. Dieser Ort ist so voll von Rakulen, dass man sie vom Orbit aus sehen kann. Ich bin mir nicht so sicher. Ganz recht. Warum sammeln sich so viele Rakule an den bombardierten Orten, ja, das wenn sie lecker nicht die Nähe ihrer menschlichen Vorfahren suchen? Kann ich nicht beurteilen. Wenn ihr von einem dieser Orte Proben der Rakule und der Skelette besorgen könntet, könnten wir herausfinden, ob eine Verbindung besteht. Wir müssen die Wahrheit herausfinden. Das ist lächerlich. Was soll ich noch? Wollt ihr ihre Zeit mit euren verrückten Theorien wirklich noch mehr beanspruchen? Ich hab hier mal nicht, was die FIFA sich dabei gedacht hat, dass die Typen nur ihre Arme verschränken müssen. Das ist wirklich wichtig. Und außer euch ist niemand mutig, ey, ich bin voll hart und krieg einen Treffer, um es herauszufinden. Ich warte hier auf eure Ergebnisse. Oder irgendwelchen Leuten auf den Rücken zu schlagen oder irgendwie, weil wir eh nie alles für. Boah. Ich würde hier endlos für diese Liste. Diese WM schon also ein unflätigen Verhalten war. Aktiv gewirkt wurde. Naja, das war nicht wirklich intelligent, manche Sachen, die da abgegangen sind. Ja, der Typ hat selber Schuld. Wahrscheinlich wird das jetzt seine Karriere komplett beenden. Schade drum. Hoffentlich hat er die Saison super gespielt. Ich gönne es ihm nämlich nicht. Er hat dieser Saison Liverpool fast zum Titel verholfen, aber um diese Kosten so ein Spieler. Das kostet nicht. Aber viele Fans auf Dauer. Ja. Dann haben die keine Einnahmen mehr mit Werbe und so weiter. Dann haben sie ein Problem. Wenn ihr irgendwelche Fragen der Franchise von ihrer Mannschaft auf selber weiß. Hey, Moment. Hey, habt Vicky. Ihr nicht die Daten von der Ender Spire geborgen? Sei mal netter zu deiner Vorgesetzten. Habe die da. Außerdem wird sie ganz anders geschrieben. Ihr seid diejenige, bei der ich mich melden soll, nicht wahr? Ja, sie heilt, wird aber so ausgesprochen. Ich weiß eure Dienste für mich und die Republik zu schätzen. Die Daten von der Ender Spire sind für die Kriegsbewegung. Könnt ihr dich wegkommandieren auf einen Stein, der so steinig wäre, dass du nie wieder irgendwas steinen würde? Das war doch das Mindeste. Vielen Dank für eure Dienste. Der republikanische Geheimdienst wartet schon seit dem Ende der Bombardierung auf diese Daten. So, mal lang. Heißt nett? Ja, das war das heißt Feind. Halt. Nett halt. Das sind niemals Feind. Naja. Mein Feind sind oder generell Leute, die mir auf den Sack gehen. Also ich. Generell auch, deswegen greife ich dich auch so oft an im Duell. Ein Glück, dass es hier kein Friendly Fire gibt. Sonst würde ich, glaube ich, würde ich das Let's Play lieber leben. Ja, hast du schon Rust gesehen, was passiert, wenn du mir auf den Sack gehst? Ja, auf einmal tötet er mich. Na, Amuria, ich schieß mal gegen mein Haus, ganz halt von seinem Turm aus. Und dann, ach, das ist nur eine Dings. Aber das wollen wir eh dann mal zeigen. Ich schieß mal ganz halt gegen mein Haus und Rust denkt er sich so, hahaha, ich schieß gegen Mikes Haus, haha, der wird schon irgendwann genervt sein. Ich guck nur raus, er guckt wieder hoch, er guckt hin und her, pam, Kopfschuss. Tja. Hat mir so genervt, er hat immer extra neben mich geschossen, aber er hat die ganze Zeit in meine Bude geballert. Alter. Naja, wir werden es hierbei belassen. Irgendwann habe ich noch eine Granate in seinen offenen Turm reingeworfen. Ich habe einen ganz schön starken Wurf, aber ich glaube irgendwie 40 Meter rüber geworfen, am voll in seine Bude rein. Und einmal ist er die Tür weggesprengt. Tja, richtig so. Hab C4 gebaut und mich gerecht. Ja. Na gut, wir werden dann hier jetzt mit den 3-4 Quests, die wir hier angenommen haben, Igifat. Und mit diesem Heldengebiet, das hier vor uns wartet, in der nächsten Folge auf euch warten. Und bei mir fängt es jetzt gleich an zu gewittern und dann schaue ich mal, ob ich diesen Tag überlebe ohne Stromausfall und alles. Und wünsche euch noch einen schönen Nachmittag, Abend, je nachdem, wann diese Folge, um wie viel Uhr diese Folge veröffentlicht wird. Und wir sehen uns dann in Kürze wieder. Bis dahin. Tschüss.